umdrehen. Du dich solltest. Hallo Leute, hier ist wieder Lego ID und heute zeige ich euch mal etwas, was ich nicht hierfür gebaut habe und auch kein Custom oder sonst was, sondern ich gebe euch Tipps, wie ihr bei Contests zum Beispiel bessere Basen bauen könnt. Erstmal dazu gibt es drei Typen von Basen. In den meisten Contests wird eine Art Stützpunkt oder Lager verlangt mit einem Schlachtfeld davor. Da sollte man besonders darauf achten, dass die Schlacht mit schön vielen Figuren ist, außerdem auch ein paar geschrottete Figuren rumliegen, Explosionen eventuell eingebaut werden, Feuer kommt auch mal ganz gut und dann so Sanitäter. Auf die Pflanzen sollte man auch achten, da ich kaum ein Schlachtfeld kenne oder es kaum Schlachtfelder gibt, die irgendwie in Gebäuden drin spielen, obwohl das auch sehr gut ankommt. Dann eventuelle Lücken lassen in den Mauern. Damit meine ich, wenn das Szenario ist, die Klone haben einen Stützpunkt errichtet, um sich auf einem, keine Ahnung, Christophsis oder so, gegen Separatisten zu wehren, dann schaffen die es natürlich nicht sofort, hier solche Türme und Wälle aufzuziehen als Kriegsdinger. Deswegen könnt ihr in diesen Bases auch mal diese Kreuzwälle benutzen, wo immer diese 2x2-Lücken sind, wenn ihr nicht so viele Steine habt. Was aber auch gut ankommt, vor allem wenn es im Wald oder ähnlichem spielt, solche Wälle. Sprich, möglichst durchziehen. Aber manchmal auch Lücken drin lassen, Altgrau benutzen, kommt auch ganz gut, wenn das auf Dreck zum Beispiel, also Erde steht. Oder mal andere Grauton benutzen. Das sieht dann nämlich mehr danach aus, dass die Klone da nicht viel Zeit hatten, das zu bauen, den Stützpunkt, und das ist authentischer. Ja, kommen wir dazu, was die Figuren machen. Die Figuren sollten, wenn es nicht direkt gerade in einer Schlacht drin ist, sondern kurz vor einer Schlacht oder sie momentan schon ausspioniert werden von einer Separatistengruppe für die Schlacht, sollten eventuell ein paar Klone dabei sein, die arbeiten. Das habe ich hier jetzt in meiner Base nicht drin, weil es kein temporärer Stützpunkt ist, sondern ein Hauptstützpunkt. Aber immerhin, bei mir sieht man diese Wolfpack Trooper und Wolf. Und die sind an einem Strategiefeld, also an einem Hologramm, wo die verschiedenen Strategien ausgediskutiert werden. Sowas kommt gut, oder auch einfach Klone, die dann in so einen unvollständigen Wall in diese Lücken Steine reinschieben von hinten. Und es sollten immer noch ein paar patrouillierende Klone dabei sein, die auch bewaffnet sind und von Commandern angeführt werden. Zum Beispiel Commander Fox, Rex oder ähnliches. Dann, falls ihr eine Schlacht macht, natürlich sollten die noch schießen. Und bitte, bitte keine Effekte, wie zum Beispiel vorne ein blaues Laserschwert Klinger die Waffen dran machen, damit das so aussieht, wie als ob die schießen würde. Das sieht einfach nur schlecht aus, meiner Meinung nach. Manche Leute finden es auch gut, aber ich glaube, der Großteil der Leute findet es nicht so gut. Aber naja, andere Sachen, wie zum Beispiel Feuer, könnt ihr wie gesagt machen. Dann bei einem Außenposten, das ist die klassische Basis, wie ich sie auch habe. Ein Außenposten halt, der über Jahre sozusagen schon in den Klonkriegen steht. Er sollte erstmal von den Grundmauern her monofarben sein oder zumindest nicht übertrieben. Ich habe jetzt hier die Farben der Republik genommen, grau und ein bisschen schwarz, dunkelrot und gelb. Ja, ihr müsstet möglichst versuchen, das monofarben zu machen oder wenigstens dann in so Schichten unterteilen oder Räume unterteilen, falls ihr nicht so genug Steine dafür habt. Zum Beispiel, wenn, gut, das ist jetzt bei meiner Base beabsichtigt, dass es gelb, dunkel, rot und grau ist, aber wenn ihr zum Beispiel nur ein paar graue Steine habt, dafür habt ihr total viele gelbe Steine und noch ein paar, keine Ahnung, rote, könnt ihr es auch so machen, dass ihr das Tor zum Beispiel, hier um das Tor herum, Moment, hier so alles grau macht, dann wieder etwas rot gelten, oder müsst ihr dann auch sagen, dass das auch für Lucia oder ähnlichem spielt, weil das nicht so gut aussieht sonst und auch nicht so gut rüberkommt. Dann bei einer richtigen Base ist noch zu beachten, dass man viele Funktionen reinbaut, denn wenn die Klone da schon ein paar Jahre lang sein wollen, dann müssen die auch richtige Sachen haben, wie zum Beispiel mein Tor. Das kann man ja hier drehen, auf und zu. Das kommt immer sehr gut in Contests an, oder falls ihr nicht so viele Steine habt, eben. Ich kann mal eben versuchen, dass. Oh, das wird nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen. Es ist so aufgebaut wie beim Grievous Shuttle. Sprich, ihr braucht. Einen Moment. Diese Steine. Und. So, jetzt muss ich mal versuchen, hier reinzukommen. Da kann man es sehen, eine lange Stange.
die möglichst hoch verläuft, damit die Klone nicht immer davor rennen. Und Steine, die zum Beispiel Kettenräder oder fertig dafür gemachte Kettenräder, die ineinander übergreifen, die sind Sandfarben. Dann müsst ihr es einfach so machen, dass wenn hier gedreht wird, wird die Stange ja mitgedreht, dann müsste daran ein so ein Drehteil sein, das dreht dann ein anderes an. Das dreht dann wiederum, also wenn das dann so gedreht wird, dreht sich das dann hier drauf auf diesen geriffelten Stein und dreht die dann auf oder zu. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Oder macht ihr einfach eine Variante, ihr macht einfach solche Garagentore, die man einfach so aufklappen kann. Was auch vollkommen ausreicht, sind Tore, die man einfach nur zur Seite schieben kann, also das ist schon etwas fortgeschrittener. Auf jeden Fall soll es nicht einfach nur ein Tor sein, was man nicht auf- oder zumachen kann. Dann, die Mauern sollten nicht wie bei der anderen Base unvollständig sein, sondern vollständig, weil das sonst ziemlich schlecht drüber kommt. Die Figuren sollten ein bisschen in Freizeit sozusagen sein. Denn wenn man da schon ein paar Jahre lang wohnt und noch nicht angegriffen wurde oder kaum angegriffen wurde, dann denke ich mir nicht, dass man dauerhaft patrouilliert. Ich habe das jetzt hier anders gemacht, weil ich für ein Video meine Armee zeigen wollte. Zum Beispiel hier unterhalten sich zwei Piloten. Der eine Pilot hat sogar seinen Helm ausgezogen. Oder hier guckt ein Offizier, was gerade zu kaufen gibt. Dann unterhalten sich hier zwei Siegebataillon-Trooper. Also sowas zum Beispiel, oder auch spezielle Sachen, wie zum Beispiel, dass der Kanzler Palpatine seine Armee besichtigt. Ja, sowas ist schon mal wichtiger bei so einer Base. Und was auch wichtig ist, falls ihr Flugzeuge mögt, habt oder einbauen wollt, die Landeplätze müsstet ihr euch entscheiden, ob ihr die entweder außen machen wollt, wie ich es gemacht habe, oder innen drin, da habe ich nämlich nur einen Bomber stehen. Außen kommt das immer realistisch rüber, weil die meistens ja eh auch draußen sind, aber wenn ihr so ein Schiff habt, was zufälligerweise mal in zwei Plattensystemen, was ich euch noch erläutern werde, hier reinpasst, könnt ihr es auch da rein tun. Ja, was auch noch wichtig ist, dass in der Mitte ein Freiraum ist. Gut, der ist gerade bei mir vollgestellt, weil der Kanzler besucht, aber eigentlich sollte da ein Freiraum sein, denn es kommt schlecht rüber, wenn ihr eine Base habt, die einfach nur von Mauern umringt ist, wo innen drin überall irgendwelche Sachen stehen, wenn es nicht gerade nach Schlacht ist. Das heißt, es sollte auch möglichst viel Handlungsfläche sein, was hier zum Beispiel fast eine ganze Grundplatte hatte, irgendwas zu machen. Hier nebenbei nochmal mehr. Und ja, dann die Räume. Eine Base ohne Räume ist langweilig, wenn ihr einfach nur eine Base, wie meine erste Base habt, die gibt es nicht auf YouTube zu sehen, die war mir zu peinlich. Wenn ihr eine Base habt, die in etwa so aufgestellt ist, Mauern, Mauern, gut, jetzt richtige Mauern eigentlich, aber naja. Mauern, Mauern und hier drin zwei, drei Klone, das sieht bescheuert aus. Ihr solltet schon versuchen, da möglichst irgend so ein Leben reinzubringen oder wenigstens so Abzäunungen zu machen. Ja, bei einer richtigen Base ist auch noch wichtig, dass die Klone teilweise patrouillieren. Oder in Reihe und Glied stehen hier. Was auch noch ziemlich gut kommt bei einem Contest, sind erstens einfallsreiche Ideen, wie zum Beispiel mein selbstgemachter Race Starfighter oder mein Krankenhaus. Oder einige Running Gags, wie zum Beispiel, dass Cad Bane hier in einem Hinterhof, wo schon Ratten rumrennen, zwei Bomb Squad Trooper was verkaufen will oder ähnliches. Das kommt auch noch sehr gut an. Oder meine eigene Schutztruppe für die ARF Trooper. Auch noch kommen gute Running Gags, wenn ihr nicht gerade bei so einem verzerrten Mensch seid, der sofort ausrastet, wenn da mal ein Imperialer drin ist. Ich habe ja auch einen Running Back drin, dass hier in meinem Krankenhaus, in einem Bagdad-Tank, ein Rebell drin ist. Also kommt auch ganz gut an, glaube ich. Kommen wir zum letzten Typen, die versteckte Basis. Das ist die aufwendigste Base, die alleraufwendigste Base, wenn ihr die gerade ganz klein macht. Habe ich auch keine, um was zu zeigen, aber ich kann es gut beschreiben. Bei der versteckten Basis sind vor allem die, zum Beispiel, wenn hier ein Wasserfall ist, dass dann dahinter die Basis ist, wenn man da den Wasserfall aufklappt oder ähnliches. Dabei ist besonders wichtig, dass ihr Secrets drin habt, also Geheimnisse, wie zum Beispiel einen Boden, wo man eine Falltür öffnen kann und dann irgendwas sehen kann. Oder, keine Ahnung, irgendwelche versteckten Räume. Dann sind da die Funktionen noch viel wichtiger als in der normalen Base hier. Weil in einem Secret, in einer Geheimbasis, die sind ja meistens vom Militär auch teuer bezahlt, weil die auch sehr wichtig im Krieg sind. Da wird sich das Militär schon Mühe geben, dass die möglichst gut Funktionen haben, wie zum Beispiel, was sehr gut kommt, wenn sich auf einmal die Felswand wegklappt und ein Geschütz rausfährt. Das ist übelst geil. Leider auch sehr schwer zu machen, aber naja. Dann muss es auf jeden Fall detailreich sein.
Dazu noch beim Außenposten sollte es auch relativ detailreich sein. Ich habe ja auch ein paar Pflanzen hingemacht oder hier ein paar Streifen von Pflanzen. Aber bei einem Secret Base ist das sehr wichtig, dass es detailreich ist, damit man erstmal gar nicht checkt, dass es eine Geheimbasis ist, wenn es nicht direkt im Namen steht und nicht am Anfang direkt sagt, hallo Leute, ich zeige euch heute meine Geheimbasis. Wenn ihr erstmal so ein Bild stehen lasst, hallo Leute, hier ist wieder Lego Eddie und heute zeige ich euch mein neues Mock, sagt, und dann dabei auf einen Wasserfall zeigt mit ein bisschen Gras unten drunter, einem kleinen Teich und einem Abhang. Und dann sagt ihr, das ist eine Base, dann kommt das erstmal ziemlich krank rüber, der Zuschauer wundert sich und ihr könnt das dann aufklappen und zeigen, was ihr gemacht habt. Das ist sehr gut für einen Contest vor allem, weil da werdet ihr sehr wahrscheinlich gewinnen, wenn das nicht auch andere Leute machen. Das ist immer die Frage, was die anderen schaffen. Dann, auf jeden Fall sollten in der Geheimbasis Wachen stehen und kampfbereite Klone sein, denn eine Geheimbasis ist nicht gerade billig und die will auch verteidigt werden. Und ihr solltet auch sehr viel Wert auf die rundherum Landschaft legen, weil wenn das einfach nur drei blaue Platten sind, dann hier so ein grauer Steinberg ist und dann so ein paar anderer Abhang mit blauen Steinen ist, was dann ein Wasserfall auf einem Felsvorsprung simulieren soll, das kommt man direkt drauf, dass das eine Base ist. Also beim Wasserfall müsst ihr euch zum Beispiel vor allem sehr viel Mühe geben. Sonst kommt das nicht richtig rüber. Und jetzt noch einige Sachen, die man bei einer Base generell machen kann. Erstmal, die Klone sollten richtig aufgestellt sein, also in so kleinen Spots. Hier ist zum Beispiel meine ARF Trooper, Episode 2 Klone, Clone Wars Klone und hier hinten auch meine Scout Truppen. Also die sollten schon ziemlich zusammen bleiben, wenn es nicht gerade so normale Klone sind. Gut, die sind jetzt bei mir hier aufgestellt, aber eigentlich sind die auch durcheinander. Dann kommt es noch sehr gut, wenn ihr selbstgemachte Sets mit einbringt, wie zum Beispiel mein Race da hinten, meine Wespe oder was ich neu gebaut habe und noch nicht fertig habe, was ich jetzt zum ersten Mal zeige. Mein Landungsboot. Das ist noch nicht gerade gut, aber naja. Das kommt auch sehr gut bei einer Base, weil ihr damit zeigt, dass ihr auch sehr viel Arbeit da reingesteckt habt, weil es meistens schwieriger ist, eine Base zu bauen. Schwieriger ist, ein eigenes Set zu bauen, als eine Base zu bauen, weil man da viel mehr auf Details achten muss und so weiter und so fort. Dann Geheimsachen kommen generell bei jeder Base gut oder Running Gags halt, wie ich es da hinten mit Cat Bane gemacht habe. Ich habe auch eines, da ist eine Spinne an einer Wand, die gerade hochklettert und dahinter steht Spider-Man. Aber das kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich dann die Base zertreten würde, weil ich dahinter kommen müsste mit der Kamera. Das schaffe ich gerade leider nicht. Was auch sehr kommt, ist Effekte, wie zum Beispiel, wenn dieser Hangar hier ausgeleuchtet werden würde, was ja bald werden wird. Das ist übrigens auch bei einer versteckten Basis sehr wichtig. Wenn ihr es ausleuchten könnt mit einer Lampe, dann, oder wenn ihr irgendwie an- und ausschaltbare Lego-LED-Lichter oder normale LED-Lichter habt, macht es, das kommt einfach sehr gut. Aber auch bei anderen Sachen, nur halt beim Stützpunkt, kommt es sehr gut. Das Zwei-Platten-System, wie ich es nenne, ist sehr wichtig für eine jede Basis. Nämlich, stellt euch vor, ihr müsstet einen Berg bauen bei der versteckten Basis. Fangt hier unten an und müsst dann bis hier oben überall gefüllt Lego-Steine machen. Das müsst ihr nicht. Dann könnte ich hier auch, nämlich auch nicht den unteren Hohlraum haben. Es geht darum, dass ihr zwei normale Platten nimmt, 48x48er oder auch kleiner, und die dann auf verschiedenen Stützpunkten verbindet. Das ist einmal der Wall hier außen, das ist der Hauptstützpunkt, da seht ihr hier drin immer diese Stützen. Die sind dafür da, dass es nicht innen einkracht und innen kein Punkt entsteht, wo das sehr leicht zusammenbrechen könnte. Das habe ich ja eigentlich fast überall gemacht, zum Beispiel hier, direkt nebenan. Oder auch hier, das ist etwas einfachere Variante, weil ich hier keine Grundplatten genommen habe. Was bei den Grundplatten wichtig ist, ihr müsst sie irgendwie fixieren. Ich habe das hier hinten gemacht. Versuche mal eben da rein zu zoomen. Na, klappt nicht. Da seht ihr eventuell einen roten Punkt. Das ist ein Punkt, mit dem ich, wo ich den Wall hier mit einer Platte, die hier drauf war, verbunden habe, damit das zusammenhält. Ja, das ist das Plattensystem, das könnt ihr auch bei Räumen anwenden, wie ich sie oben mache. Bei Räumen müsst ihr darauf achten, dass die auch aufmachbar sind, weil das sonst ziemlich schlecht kommt. Ja, aufmachbar. So, aufmachbar. Und auch wieder zumachbar. Ja, das letzte, was noch sehr gut kommt, sind halt Pflanzen und Vegetation.
Also ihr seht hier zum Beispiel ein Geschütz und aus dem Battle Pack und dahinter sind, und davor sind ganz viele kleine Pflanzen oder hier so eine kleine Tulpenansammlung, falls es nicht zu viele Tulpen haben, weil das sonst nach Wunderlandschaft, Paradies aussieht. Hier sind auch so ein paar Pflanzen. Und ja, das war's dann eigentlich wieder von mir. Viel Spaß mit den neuen Tipps, eine neue Base zu bauen oder eine alte Base zu verbessern. Ich wünsche, falls ihr an einem Contest mitmacht, dass ihr viel Glück habt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, ihr könnt es ja mal den anderen Leuten zeigen, wenn ihr Spaß dran habt. Weil ich denke mal, dass das auch sehr wichtig ist für Freunde, wenn die auch sowas machen. Und ja, das war's wieder von mir und ciao Leute.